Hallo Leute und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Videoteil aus der NFC-Spezialserie zum Thema Hacken und Kopieren von NFC-Karten am Beispiel MyFair Classic möchte ich nochmal die Möglichkeit aufzeigen, mit einem Android-Mobiltelefon und dem Proxmark 3 eine mobile Alternative zum Flipper zu betreiben. Wie das Ganze aufzusetzen ist, was man beachten muss, das gehen wir in diesem Video etwas genauer drauf ein. Es wäre toll, wenn es ihr natürlich, damit ihr Stück für Stück in das Thema einsteigen könnt, mit den bereits gedrehten Vorgängervideos startet. Ich habe euch hier mal zum direkten Vorgängervideo einen Link eingefügt. Sinnvollerweise solltet ihr natürlich mit dem ersten starten, damit auch das Wissen Stück für Stück aufgebaut wird. Wie gesagt, heute Thema Proxmark 3 Mobil und wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns sofort nach dem Intro an. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird Cyber-Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto wie Unity, das ist unser Spiel. Lass uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja. Ich habe hier mein Android-Mobiltelefon und ich zeige euch am besten schon mal den Screen, wie ich es hier gerade in der Hand habe. Was wir als Vorbereitung brauchen, damit wir auch mit dem Proxmark mobil unterwegs arbeiten können, sind zwei Apps. Die erste App ist Thermux, die ihr hier oben rechts seht, und die zweite App, die ihr benötigt, ist Serial Pipe. Ich tue euch am besten unten in das Video die zwei Download-Links rein, wo ihr die Installationsdateien findet und auch manuell installieren könnt. Da Android auch einige Kapselungsfunktionen mittlerweile besitzt, müssen wir uns hier eines Umwegs bedienen, wie wir den Proxmark 3 an die Terminal-Emulation anbinden können. Innerhalb der Terminal-Emulation müssen wir dann auch noch die Proxmark 3-Installation durchführen. Das zeige ich euch aber, nachdem ich euch erstmal die erste App Serial Pipe gezeigt habe. In Serial Pipe müssen wir einmal reingehen und den UDP-Server starten. Der läuft standardmäßig auf Port 18888 und auf der anderen Seite haben wir hier das USB-Gerät. Dazu muss ich jetzt mal hier meinen Proxmark einmal auf der einen Seite mit dem USB-Kabel anstecken und auf der anderen Seite hier an das Telefon einstecken. So. Ich gewähre Serial Pipe Zugriff auf den Proxmark 3, bestätige das mit OK und er ist verbunden. Die Serial Pipe Anwendung läuft jetzt auch im Hintergrund, sodass wir uns hier keine Sorgen machen, dass die Verbindung abbricht. Und wir gehen als nächstes in Thermux rein. Ja, Startscreen von Thermux. Ich mache es jetzt mal etwas größer, so ist es hier etwas schlecht zu erkennen. Damit wir die Proxmark 3 Anwendung genauso nutzen können wie am Rechner, müssen wir die Proxmark 3 Anwendung zunächst installieren. Das machen wir hier mit den Package-Installationsbefehlen PKG, so wie sie hier auch schon im Tutorial angezeigt werden. Wir nutzen dazu PKG install Proxmark 3. Ich tue euch auch nochmal den Befehl unten in die Videobeschreibung mit aufnehmen. Wenn dann das Proxmark 3 Repository installiert ist, können wir auch die Proxmark 3 Anwendung starten. Da wir ja wie gesagt aber den USB-Zugriff emulieren müssen, ist der Aufruf nun folgendermaßen. Ich starte die Anwendung mit Proxmark 3 und wir müssen als Startargument nun die Verbindung zum USB-Gerät angeben.
die lautet UDP, weil wir haben ja einen UDP-Server gestartet. Danach Localhost, weil sie lokal angebunden ist. Es läuft zwar netzwerkbasiert, ist aber dennoch alles lokal, also läuft jetzt nichts irgendwie über Internet raus. Und dann schließen wir das Ganze mit dem genutzten Port, in unserem Fall war es der 18888, ab. Wenn ich das Ganze jetzt bestätige, sollte genau unsere Anwendung auf den Proxmark 3 zugreifen können. Wir sehen hier den Startscreen von Proxmark 3. Wir sehen, dass er entsprechend auf den Proxmark 3 Zugriff hat. Wir können jetzt das Ganze mal testen, ob das Ganze auch tatsächlich funktioniert. Ich zeige euch das jetzt hier mal vorsichtig so her. Also wir haben auf der einen Seite Smartphone, auf der anderen Seite Proxmark angeschlossen. Ich lege jetzt meine Testkarte einfach mal auf und wir probieren einfach mal den ganz normalen, einfachen Befehl, wie wir ihn auch vorhin in der Leservariante getestet haben. Wer das Video gesehen hat, Video Nummer 5, wo wir den Proxmark das erste Mal eingesetzt haben, der kann sich wahrscheinlich noch daran erinnern. Wir nehmen ganz normal ein High Frequency MyFair Info. Somit fungiert der Proxmark als ganz normaler Leser. Wir lesen die Karte ganz normal aus. Wir kriegen die UID, Signaturprüfung. Wir sehen, dass es keine Magic Card ist und dass wir den hardcodeten Zufallszahlengenerator im Einsatz haben. Also im Prinzip genau das Gleiche. Und was jetzt interessant ist, im Feldeinsatz, also wenn ihr wirklich dort seid, wo ihr die Sicherheit prüfen wollt, dann haben wir jetzt natürlich mobil alle Möglichkeiten wie am Proxmark am PC wirklich angebunden. In unserem Fall machen wir jetzt mal genau das Gleiche, was wir vorhin gemacht haben. Wir machen jetzt mit Autopwn, lassen jetzt über das Android-Smartphone die entsprechenden Schlüssel berechnen und wir schauen uns einfach mal an, wie lange das auf einem mobilen Smartphone dauert. Wir starten mit High Frequency, MyFair und Autopwn. So, das Ganze läuft los. Wir machen mal hier die Tastatur weg, dann haben wir ein bisschen mehr Platz und wir können das Ganze mal beobachten. Also er hat auch hier wieder für einen größeren Teil der Sektoren aus dem Proxmark Keybuch schon gültige Schlüssel gefunden. Und für die noch fehlenden Schlüssel, es waren glaube ich 8 Stück, also 2 Blöcke mit jeweils A- und B-Schlüssel, fängt er an, den Brute Force-Vorgang zu starten. Natürlich ist es hier nicht so performant und leistungsstark wie auf dem PC, aber auch die Anwendung hier, die für Termux optimiert ist, nutzt Multicore. Funktionalitäten, sodass er hier, das ist jetzt hier ein Samsung S21 Ultra, 8 Rechenkerne gleichzeitig für die Berechnung genutzt werden. Ja, wir warten das Ganze mal ab und ich beschleunige das jetzt mal hier an der Stelle ein bisschen und wir schauen uns einfach mal an, wie lange das dauert, bis er fertig ist. Sound of deafening fear. You gon' die if you try. You just
Ja, er ist fertig. Zwischenzeitlich hat er mal ziemlich lang gehangen an einem Schlüssel, da hat er sich so richtig die Zähne ausgebissen. Aber er hat es dann geschafft. Wir haben jetzt ungefähr knapp 8 Minuten seit Start. Aber trotzdem, 8 Minuten ist schon eine ordentliche Zeit dafür, dass er im Prinzip 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Schlüssel mit dem Hard-Nested-Angriff auf einem Android-Telefon berechnet hat. Uns stehen jetzt alle Möglichkeiten offen, auch hier eine Kartenkopie aufgrund von der vollständig extrahierten Schlüsselfolge zu machen. Wir können jetzt hier auch mal mit High Frequency My Fair Dump nochmal einen vollständigen Kartenklon anlegen mit den soeben extrahierten A und B Schlüsseln, kann jetzt jeden Block öffnen und entsprechend hier den Dump anlegen. Wunderbar. Damit soll es gewesen sein, also auch der mobile Einsatz von Proxmark 3 mit einem Android-Telefon ermöglicht ziemlich viele coole Möglichkeiten und ich habe fest geplant, mal so die Funktionalitäten von Proxmark 3 auch nochmal in einem separaten Video abzudrehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert und auch die Glocke aktivieren nicht vergessen, dann verpasst ihr keine weiteren Videos von mir, wo es auch wieder um die IT-Security geht. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Einschalten, euer Raik.